Dankeschön. Ja, ich möchte Ihnen heute das Referat für Frauen und Gleichbehandlung vorstellen. Das Referat für Frauen und Gleichbehandlung gibt es seit 2001, also schon bald seit 15 Jahren. Wir sind insgesamt 7 Frauen, die dort arbeiten, wovon 2 gerade in Karenz sind. Das heißt, wir sind zu 5 im Moment. Und wir sind, was glaube ich ganz wichtig ist, inhaltlich weisungsfrei. Das heißt, wir können mehr oder weniger selber entscheiden, was wir das ganze Jahr über tun, was recht angenehm ist für uns zumindest. Wir sind zuständig für Frauenangelegenheiten so im Allgemeinen landesweit. Das heißt, von Beratung über Interessensvertretung, von der Stellungnahme bei Gesetzesentwürfen, von der Beratung der Landesregierung, wenn sie Vorhaben und Maßnahmen umsetzen, die Frauenförderung und Gleichbehandlung betreffen. Wir sind aber auch zuständig für die Gleichbehandlung hausintern. Das heißt, wir haben so ungefähr 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir sind hier für Männer und für Frauen zuständig. Bedienstete des Amtes, der Bezirkshauptmannschaften und der Gemeinden. Wenn es um Fragen der Gleichbehandlung geht, hier geht es hauptsächlich um den Karriereweg, um Ungleichbehandlungen auf dem Karriereweg, aber auch Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder sexuelle Belästigung und dergleichen. Unsere rechtliche Grundlage ist das Kärntner Landesgleichbehandlungsgesetz. Also hier steht das auch alles sehr abstrakt beschrieben, wofür wir zuständig sind, wenn Sie das einmal nachlesen wollen. Zu unseren Herausforderungen. Also ruhige Kugel schieben wir keine. Das Bild, finde ich, ist sehr bezeichnend. Es ist ein großer Brocken, der sehr viel Anstrengung, wo es sehr viel Anstrengung braucht, um hier etwas zu bewegen. Unsere Themen sind sehr, sehr vielfältig. So vielfältig wie die Frauen. Wir haben begrenzte Ressourcen. Wir brauchen einen sehr, sehr langen Atem. Also Dinge, die wir umsetzen, werden immer irgendwann erst sichtbar, wenn überhaupt. Also ja, Erfolg ist nicht sofort sichtbar. Wir verändern hauptsächlich auf struktureller Ebene. Das ist oft langwierig und sehr, sehr schwierig. Und unsere Zielgruppe, die Frauen, die gibt es nicht, die Frauen. Ja, die sind sehr individuell und genauso individuell ihre Bedürfnisse, ihre Sichtweisen. Und die stehen manchmal gegenüber, manchmal auch sehr konträr gegeneinander. Das ist schwierig, das unter einen Hut zu bringen, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spannend. Zu unserer Strategie. Wir haben letztes Jahr begonnen, uns ein Leitbild zu geben. Das heißt, mal zu überlegen, wofür stehen wir und was wollen wir von den Frauenvereinen, von den Stellen, die sich mit Frauenarbeit, Frauenförderung auseinandersetzen, was wollen wir von ihnen. Und wir sind drauf gekommen, wir brauchen mittel- und langfristige Ziele. Das heißt, hauptsächlich Veränderungen auf struktureller Ebene. Zum einen in den Rahmenbedingungen, was die Gesetze betrifft. Zum anderen in der Verankerung in Ausbildungen, gerade im Bildungsbereich. Also hier sind wir ganz stark auch in Kooperation mit dem Mädchenzentrum dran, das in den also gendersensible Berufsorientierung, die gendersensible Sichtweise in den Ausbildungen im Kindergartenbereich und in der Schule zu etablieren. Wir setzen Sensibilisierungsmaßnahmen für unsere Zielgruppen. Das beginnt beim Girls' Day, bei den ganz Kleinen, so 3., 4. Klasse Volksschule, über Berufsorientierungsmesse für Mädchen. Das sind dann schon etwas ältere Mädchen, bis zum Politikerinnenlehrgang, der jedes Jahr stattfindet und gerade wieder gestartet hat. Wir haben im Rahmen unseres Leitbildprozesses angefangen, unser Förderwesen auf Wirkungsorientierung umzustellen. Das ist eine Vorgabe vom Bund und auch vom Land. Das heißt, unsere Stellen, die wir fördern, müssen sich in Zukunft überlegen, was wollen wir überhaupt bewirken. Wir haben hier 6 Hauptwirkungsziele für uns im Frauenreferat festgelegt und das hat zu einem sehr, wie soll ich sagen, diese Umstellung auf Wirkungsorientierung hat zu einem sehr positiven Prozess geführt, nämlich zu mehr Augenhöhe in der Zusammenarbeit mit den Frauen- und Mädchenberatungsstellen hier in Kärnten.
Wir haben sie in diesen Prozess von Anfang an mit eingebunden und sind jetzt vor dem Abschluss, in Betriebnahme, also wir setzen das dann heuer das erste Mal in die Praxis um. Das heißt, die Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Kärnten überlegen sich jetzt, zu welchen Wirkungszielen sie was beitragen können. Wir setzen sehr stark eben auf Sensibilisierung in Form von Broschüren, in Form von Veranstaltungen. Nächste Woche haben wir zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Gendermedizin. Am 30. November ein Frauenkarrierefrühstück, wo es sehr stark um Vernetzung gehen wird. Und ein wichtiger Punkt in dieser Strategie ist die Regionalität. Für Frauen in den Ballungszentren ist es ja recht, oder sagen wir mal, einfacher, zu Beratung und zu Förderung und zu Unterstützung zu kommen. In den Regionen, und Kärnten besteht hauptsächlich aus Regionen, ist es dann schon viel, viel schwieriger. Hier spielt nicht nur die Mobilität eine Frage, sondern auch das Angebot. Das ist uns besonders wichtig für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Was heißt das in der Praxis? Also das Frauenreferat fördert Einrichtungen, Projekte und auch Weiterbildung für Frauen. Wir haben, also in finanzieller Form, wir haben sehr, sehr viele Sensibilisierungsveranstaltungen, wie ich bereits erwähnt habe. Wir erstellen Informationsbroschüren, aktuell gerade die Broschüre Gleiches Recht für beide, Rechte und Pflichten in Ehe, eingetragener Partnerschaft und Lebensgemeinschaft, also was heißt das in aufrechten Beziehungen, aber vor allem auch im Falle einer Trennung. Vernetzungsveranstaltungen, wie schon gesagt, 30. November Frauenkarrierefrühstück. Wir hatten letzte Woche die Mädchen- und Frauenberatungsstellen Österreichs bei uns zu Gast. Vernetzungsveranstaltungen gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Wir kooperieren mit diversen Organisationen und NGOs. Ein wichtiger Kooperationspartner für uns ist vor allem auch das Mädchenzentrum, gerade wenn es um geschlechtersensible Arbeit geht. Diverse NGOs, aber auch Volkshochschule zum Beispiel ist ein wichtiger Kooperationspartner, die Frauenorganisationen im ganzen Land etc., Gewerkschaft, Arbeiterkammer etc. Wir sind vertreten in diversen Gremien im Land, auf Bundesebene und auch international, und ein wesentlicher Faktor ist unsere Öffentlichkeitsarbeit. Und auch hier gilt, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Es ist ein langer Weg. Ich möchte heute noch ein paar Worte zur Gender-Kompetenzstelle verlieren. Ich habe ja gestern schon erwähnt, dass wir diese Gender-Kompetenzstelle zu 100% fördern. Und das ist so ein bisschen eine Antwort auf den auf Ihren Vortrag. Das sind Rahmenbedingungen, die eine Kooperation ermöglichen, die zum Beispiel auch so eine Fachtagung ermöglichen. Und ich habe für diese Gender-Kompetenzstelle dieses Zitat gefunden und ich finde das sehr passend. Es ist verrückt, die gleichen Dinge zu tun, die man schon immer getan hat und dabei zu erwarten, dass man andere Ergebnisse erzielt als in der Vergangenheit. Das heißt, die Gender-Kompetenzstelle gibt einen Rahmen, um Neues auszuprobieren, um sich ein ganzes Jahr lang ein Thema ganz intensiv anzuschauen. Es ist hier auch die Möglichkeit zu scheitern, also nicht alles muss da ganz perfekt sein. Und das Gute daran, alles, was in dieser Gender-Kompetenzstelle vom Mädchenzentrum entwickelt wurde, ist in den Regelbetrieb übergegangen. Das heißt, das Gütesiegel für Berufsorientierung zum Beispiel an den Schulen, der Girls Day neu, auch die POM haben wir im Rahmen der Gender-Kompetenzstelle neu gestaltet. Also hier ist Möglichkeit und Rahmen, etwas neu auszuprobieren und innovativ zu sein. Und auch eben so ein Rahmen, um Kooperationen möglich zu machen, wie in diesem Jahr, wenn Mädchenarbeit Bubenarbeit trifft, als Thema, das wir uns ausgesucht haben, auch einmal Ressourcen zur Verfügung zu stellen, zu schauen, was gibt es überhaupt im Land und wie können wir weiter tun. Die Gender-Kompetenzstelle ist aber auch eine Möglichkeit für Multiplikatorinnen, sich zu vernetzen. Die Gender-Kompetenzstelle hat einen Newsletter, einen runden Tisch für geschlechtsspezifische Berufsorientierung und vieles mehr. Ja, etwas, was an diesem
in dieser Gendered-Kompetenzstelle entwickelt wurde und worauf ich sehr stolz bin. Das ist unser Girls Day neu. Und das ist auch schon meine letzte Folie, weil über den Girls Day wird dann die Jasmina ganz ausführlich berichten. Wir haben den Girls Day ganz radikal umgestaltet. Der Girls Day findet ja so Ende April jedes Jahr statt, an einem Tag. Und wir haben gesagt, es macht wenig Sinn, das an einem Tag zu machen. Wir würden es gerne über ein ganzes Jahr lang machen. Das heißt, das Angebot gibt es ein ganzes Jahr lang. Schulklassen, Mädchen in der dritten und vierten Klasse Volksschule können das ganze Jahr über in Anspruch nehmen. Auch eben die Veränderung im Alter der Zielgruppe. Wir haben gefunden, dass es ganz wichtig ist, jüngere Mädchen anzusprechen. Also in der Volksschule spätestens, vielleicht wäre noch besser im Kindergarten, aber in der Volksschule spätestens, weil sie hier noch sehr offen sind, weil sie hier noch neugierig sind und weil sie ganz ohne Vorbehalte an vieles Technische noch herangehen. Dieser Girls Day hat drei Säulen. Für die Schulen heißt das, es können Workshops in Schulen angeboten werden, das macht das Mädchenzentrum, die kommen mit ihrem ganzen Equipment und machen Workshops mit den Mädchen dort. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Mädchen aus der dritten und vierten Klasse Volksschule Betriebe besuchen, wobei hier ganz wichtig ist, dass das Mädchenzentrum die Betriebe vorher vorbereitet, mit ihnen erarbeitet, was können sie, also wie ist das didaktisch aufzubereiten, dass der Betrieb was davon hat, aber auch die Mädchen. Und die dritte Säule, das sind die Peers in den HTLs, das sind weibliche Studierende an den HTLs oder Schülerinnen an den HTLs, die auch vom Mädchenzentrum vorbereitet werden und wo dann die Mädchen in die HTLs, also die Volksschülerinnen in die HTLs kommen und von diesen Mädchen begleitet werden und wo vorgestellt wird, was in dieser HTL passiert. Der Girls Day neu ist mittlerweile in den Regelbetrieb übernommen worden. Wir haben letztes Jahr 2014 423 Mädchen erreicht und heuer schon 380, wobei, wie gesagt, er läuft noch bis Ende des Jahres. Das heißt, er läuft auch über das Schuljahr hinaus, was immer recht spannend ist, weil wenn das neue Schuljahr beginnt und diese Idee dann wieder weitergetragen wird, zuerst haben wir gedacht, das wird nicht funktionieren, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also es gibt Angebote und es gibt auch die Nachfrage bis Jahresende. Und es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Rückmeldungen in dem Bereich. Gut, das war es dann schon. So im kurzen Überblick, wir sind umgezogen, falls das jemand interessiert. Vor 2 Wochen haben wir unser Referat an den Völkermarkt der Ring 31 verlegt. Dankeschön.